Der Rosengarten und die Wirtschaftsgebäude und die Kirche sind alles, was vom Schloss Tiefenau übrig geblieben ist. Es wurde 1948 gesprengt. Zurück. Da haben wir auch die Kirche. So, mal sehen, ob sie wieder rausgeht, aber erst nochmal zurückschauen. Das sind auch wirklich schöne Rosen noch. Noch ein Fotograf, den lassen wir in Ruhe. So. Kirche, nur die Spitze noch zu sehen. Schöne neue Holzbänke und die schönen Rosen. Naja, ein bisschen verblüht sind sie schon. Aber das ist ja die Hauptsache im Rosengarten. Nochmal zurückschauen. So. Auch so schön gepflegt alles. Da muss man sich doch freuen. So, mal sehen, ob die Pforten auf sind. War noch vor kurzem die Treppe zum ehemaligen Schloss. Jetzt ist sie weg. Am letzten Sonntag war 300-jähriges Bestehen der schönen Kirche mit der Silbermann-Orgel. Und ja, da war viel Betrieb, eine sehr schöne Predigt und der Rosengarten mit Blaskonzert und vielen, vielen Menschen, zusätzlichen Bänken. Kuchen- und Weinverkauf, eine herrliche Stimmung. Das war nach der 1000-Jahr-Feier von Tiefenau die schönste und größte Veranstaltung. So, jetzt bin ich hier tief in den Schradensümpfen im Schlosspark von Tiefenau. Und hier geht es jetzt immer weiter. Ich soll ja an einen großen See kommen, wurde mir gesagt. Mal sehen, ob ich den finde. So. Immer noch in den Sümpfen. So, das könnte hier schon so ein Fischteich sein. Stück weitergehen. Schöne Pflanzen. So, jetzt sind wir hier wirklich
an den Lichtenauer Teichen. Etwas schlammig der Weg, aber wunderschön. Der Wind braust in den uralten Eichen. Achtung, jetzt kommt die uralte Eiche. Specht. Es macht immer zu plopp, wenn ein großes Tier ins Wasser springt. Biber oder Nutria. So. Kühe gibt es auch. Kranich fliegt über die Kühe hin. Weiß nicht, ob man ihn auf dem Film sieht. Aber das scheinen mir Büffel zu sein mit mächtig großen Hörnern. Da fliegt der Kranich. Allerlei Wasservögel. Sieht ihr in schwärzlichen Gewimmel ein Kranich hier vorüberziehen. Es wird Herbst. Schön rauscht. Sieht mir wie an der Ostsee. Wahnsinn.